Moin Tim, hier ist das Video zu der Aufgabe, die du mir geschickt hast. Und ich danke dir dafür. Eine Fläche wird begrenzt von der Funktion f von x gleich minus 3x² plus 12. Zweitens der zur y-Achse parallelen Geraden x gleich a mit a größer 0. Das werden wir gleich mal in der Skizze sehen, wie das aussieht. Und der x-Achse. So, jetzt mal als Skizze machen wir hier mal x-Achse, f von x-Achse. Dieses hier ist eine nach unten geöffnete Parabel wegen Minus. Die geht hier durch 12 und ist halt irgendwie gestaucht oder gestreckt. Ja? Beziehungsweise gestreckt und gestaucht. Das wollen wir in der Skizze mal vernachlässigen. Wir machen hier einfach mal eine Parabel hin. So, wenn man das hier jetzt gleich nicht ordentlich sehen kann, empfehle ich den Vollbildmodus. Hier haben wir jetzt also die Möglichkeit, wie sieht eine Parallele zur x-Achse aus, zur y-Achse aus? So sieht immer x gleich a aus. Ne? Wenn das jetzt 10 ist, meinetwegen der x-Wert, dann ist das x gleich 10. Dann wird jedem, ne, ja, x gleich 10. Immer x gleich 10. So, jetzt wollen wir mal gucken, wenn wir x gleich 10, x gleich a nehmen, können wir dieses Teil ja auch hierhin verschieben zum Beispiel. Oder wir können es auch hierhin verschieben und in diesem Moment wird hier wird das von der x-Achse, dem Graphen von f von x und dieser komischen Senkrechten begrenzt, dieses Flächenstück. Es könnte dieses Flächenstück sein, es könnte aber auch dieses Flächenstück hier sein. Ja, denn da haben wir auch den x gleich a, die x-Achse und den Graphen von f von x. Ja, die beiden Möglichkeiten werden wir gleich nachher haben, wenn wir, ja, das soll jetzt erstmal als Vorlauf genügen. Das ist die Skizze. Das heißt, gesucht ist das Integral von a bis zur Nullstelle oder von der Nullstelle bis a. Ja, das ist jetzt erstmal fast wurscht. Das wollen wir mal erstmal so hinstellen. Nullstelle von f von x und zwar die positive. Positive Nullstelle. Das ist jetzt hier auch tatsächlich nur so gedanklich, was man sich vorstellt, was wir jetzt ausrechnen sollen. Von f von x dx. Das heißt, wir müssen jetzt die Nullstelle ausrechnen von dieser Funktion. Dann setzen wir die Funktion 0. 0 gleich minus 3x² plus 12. Rechnen wir plus 3x², dann steht da 3x² gleich 12. Dann teilen wir durch 3, weil hier steht 3 mal und da steht hoch. Mal ist das, was weniger stark ist als das Quadrat. Deswegen steht dann da als nächstes x² gleich 4. Dann ziehen wir die Wurzel, plus minus die Wurzel natürlich. Und dann kommt da raus x1 gleich plus 2 und x2 gleich minus 2. x2 gleich minus 2 ist jetzt dieser hier. Der nützt uns gar nichts. Weil ja a größer sein soll als 0. Das heißt, a befindet sich hier im positiven Bereich. Ja? Gut, so, jetzt haben wir auch noch halt, ich habe in der Aufgabenstellung geschmult, das heißt, der Flächeninhalt soll 27 ergeben. Das ist natürlich böse. Ja, das ist auch noch die Vorgabe. Also böse ist nur, dass ich jetzt hier das gerade vergessen habe. Viertens, a soll gleich sein 27 Flächeneinheiten. Das heißt, auch hier in diesem Gedankenexperiment soll dieses ganze Integral soll gleich 27 sein. Ja? Und zwar der eingeschlossene Flächeninhalt. Deswegen brauchen wir hier auch nochmal Betragsstriche. Ja? Das hier jetzt aber nur wirklich als Arbeitstitel. Wir haben die Grenzen plus 2 und a. Wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass a kleiner ist als 2, dann können wir das ja hier tatsächlich so lassen mit a und Nullstelle. Ich sage aber gleich, es kommt raus, dass das a größer ist als 2. Aber das jetzt nur wirklich so, dass man mal so gleich aktiv mitdenken kann. So, das hier werde ich jetzt mal ordentlich dann hinschreiben, weil wir haben ja die Nullstelle haben wir jetzt. Das heißt, wir rechnen 27 ist gleich Betrag von Integral von a bis plus 2 von minus 3x² plus 12, Klammer zu, dx, Betragsstrich. Daraus folgt natürlich, ich mache das jetzt mal hier in dieser Orientierung, damit ich nicht so viel wischen muss. Dann haben wir hier die Stammfunktion. X hoch 2 wird ja zur x hoch 3 und minus 3 teilen wir durch die 3, dann bleibt da nur noch minus 1 stehen oder minus x hoch 3. Bei 12, das ist eine Zahl, kommt eine x hinten dran, zack, 0, nee, a und 3, 2 als Grenzen hinten dran. Und dann wird das Ganze eingesetzt, ist gleich
erst die obere Grenze einsetzen, dann steht ja minus 2 hoch 3 plus 12 mal 2. Das hier sind minus 8 plus 24, steht hier also plus 16. Hier noch die Betragsstriche dran. 16 minus. Und jetzt wird hier a eingesetzt. Klammer auf, minus a hoch 3 und plus 12a. Betragsstrich ist gleich 27. So, jetzt müssen wir das hier nochmal ausrechnen. Minus vor der Klammer dreht alle Vorzeichen in der Klammer um. Das heißt, hier steht 16 plus a hoch 3 minus 12a. Und das ist gleich, so, jetzt haben wir hier, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier eine neue Funktion im Prinzip, wo jetzt wird hier a gesucht. Ja? Dann kann ich diese 27 jetzt mal hier rüberholen. Um die Betragsstriche werden wir uns nachher gleich nochmal kümmern, weil wir wollen es jetzt hier erklären und nicht so aufschreiben, wie man es in der Klausur aufschreiben müsste. Das heißt, normalerweise würden wir jetzt dieses hier schön sortieren nach a hoch 3, a und Zahlen. Und wir wollen die Zahlen alle auf eine Seite bringen. Dann haben wir also minus 27 zu rechnen. Dann steht da a hoch 3 minus 12, a minus 11 gleich 0. So, das ist das gleiche wie x hoch 3 minus 12, x minus 11 gleich 0. Das heißt, wir sollen jetzt hier im Prinzip Nullstellen von einer ganz rationalen Funktion dritten Grades bestimmen, wo wir hier jetzt tatsächlich nicht kein anderes Verfahren haben, außer jetzt Newtonsches Näherungsverfahren. Ja, das ist Blödsinn. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze mit dem Horner Schema zu machen oder mit der Polynomdivision. Weil die Polynomdivision gängiger ist, mache ich das jetzt mal mit der Polynomdivision. Dann müssen wir hier eine Nullstelle raten. Wir setzen erstmal 0 ein für a, dann kommt da minus 11 gleich 0 raus, was Schwachsinn ist. Wenn wir 1 einsetzen, dann kommt hier 1 minus 12 minus 11 gleich 0. Das ist auch nicht richtig. Wenn wir minus 1 einsetzen, kommt hier halt minus 1 plus 12 minus 11 raus, dann haben wir insgesamt minus 11, minus 12 und plus 12 auf einer Seite und das ist tatsächlich gleich 0. Und dann teilen wir diese Funktion a hoch 3 minus 12 a minus 11 geteilt durch a plus 1, weil wir haben ja minus 1 rausgekriegt als Nullstelle. Wenn wir das hier teilen, ja, Polynomdivision werde ich jetzt in diesem Video hier jetzt nicht mehr machen, weil wir haben dazu schon Videos, auch wo fehlende Potenzen da sind. Hier fehlt ja im Prinzip das a Quadrat, a hoch 3 plus 0 a Quadrat steht hier, minus 12 a minus 11. Und raus kommt jetzt a Quadrat minus a minus 11. Damit machen wir PQ-Formel. Ja, wir können ja sogar sofort PQ-Formel machen, weil hier eine 1 vor dem quadratischen Teil steht. Und dabei kriegen wir jetzt raus a1 gleich und a2 gleich einmal 3,85 und einmal irgendwas Negatives. Minus hast du nicht gesehen. Hast du nicht gesehen. HNG. Das habe ich gleich mal weggelassen, weil hier kommt dann nachher irgendwie sowas wie 0,5 minus 3,35. Und aufpassen, das ist gerundet. Und wenn man nachher die Probe macht, dann muss man das ungerundet anwenden oder halt mit Fehlertoleranzen ausgestattet sein. So, also das hier ist negativ, deswegen lassen wir A2 weg. Und dann ist unser gesuchtes A 3,85. Wenn ich das jetzt natürlich hier so eingesetzt habe, dann muss ich das normalerweise umdrehen. Ja? Also gelöst ist die Aufgabe, wenn wir a gleich 3,85 rausgekriegt haben. Und ich mache jetzt hier nochmal kurz die Probe. Dann würden wir nämlich jetzt hier, um auch auf die Betragsstriche zu kommen, 2 und 3,85 hinsetzen. Hier das Ganze auch nochmal verändern. A und 2, 2 und 3,85. Und dann setzen wir das Ganze ein und kriegen tatsächlich am Ende raus 27 gleich 27. Ja, wenn wir 3,85 einsetzen, kriegen wir irgendwas bei minus 26,86 raus. Wenn wir allerdings für das hier 3,85 ist in diesem Falle 0,5 plus Wurzel aus 11 ein Viertel. Das ist nachher das, was bei A1 gleich rausgekommen wäre. Und wenn wir das einsetzen, dann kommt da tatsächlich 27 gleich 27 raus, wenn wir die Betragsstriche an der richtigen Stelle setzen. Für Betragsstriche bei Integralrechnung, also eingeschlossene Flächen, habe ich jetzt auch gerade eben schon ein Video gemacht. Das bitte ich für Betragsstrichgeschichten zu konsultieren. Und falls dabei was schwierig ist oder falsch ist,
Quatsch, falls es dazu noch Fragen gibt natürlich, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass es richtig ist, bitte ich natürlich um Kommentare, genauso wie auch hier. Denn es könnte immer sein, dass man sich mal hier verliest, weil das doch komisch ist, empfehlen wir mal auf die Tafel, dann wieder auf die Aufzeichnung und dann nicht zu verrutschen und das Ganze hier noch ein bisschen schwungvoll rüberzubringen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Kommentare sind, wie gesagt, erbeten.